Am 29. April 2014 kamen die Vertreter der Mitgliedsunternehmen zur jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung des Bauindustrieverbandes NRW im Industrieclub Düsseldorf zusammen. Dem Bericht des Präsidenten mit den Ergebnissen der Mitgliederbefragung 2014 folgten Kurzvorträge aus den Fachausschüssen des Verbandes. Klaus Pacher stellte seine Zukunftspläne für den wirtschaftspolitischen Ausschuss vor. Ulrich Schlesinger berichtete aus dem Bautechnischen Ausschuss. Martin Karnein informierte über den Fachausschuss Berufsbildung und Andreas Schmieg betonte die wichtige Arbeit des Sozialpolitischen Ausschusses. Nach der Präsentation des Jahresergebnisses 2013 durch Dirk Kallmünzer stimmten die Mitglieder im Rahmen der Vorstandswahlen 2014 für den neuen Vorstand ab. Zum Präsidenten der nordrhein-westfälischen Bauindustrie wurde Dirk Grünewald, geschäftsführender Gesellschafter der Heinrich Grünewald GmbH und Co. KG Oberhausen, gewählt. Er löst den bisherigen Amtsinhaber Martin Schlegel ab, der bei dieser turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes nicht mehr für das Amt kandidierte. Ich freue mich über die Wahl und das mir damit von den Mitgliedsunternehmen der NRW-Bauindustrie entgegengebrachte Vertrauen, so Dirk Grünewald nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die Mitgliederversammlung Jörg Rösler. Als weitere ordentliche Vorstandsmitglieder wurden Uwe Ausmeier, Dirk Rehag und Axel Wahl gewählt. In seinem Amt bestätigt wurde Reinhold Johannes Lede. Mit diesem Ergebnis haben die Mitglieder die Weichen für eine Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit des Bauindustrieverbandes NRW gestellt. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern, kommentiert Hauptgeschäftsführerin Beate Wiemann die Wahl. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung kamen die Mitglieder, Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter zum Unternehmerabend zusammen.